Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg kurz und knackig. Hier geht es immer um Motivation und Inspiration für deinen Lebenserfolg. Und heute geht es um deine Vergangenheit. Viele Menschen, die tragen ja negative Gefühle aus der Vergangenheit wie einen schweren Sack Kartoffeln auf ihren Schultern. Und negative Gefühle wie zum Beispiel Ärger, Hass oder auch Gefühle von Machtlosigkeit und Rache, die halten Menschen in der Vergangenheit gefangen. Und ich sag dir auch gleich warum. Menschen durchleben gedanklich immer wieder dieses schreckliche Erlebnis. Vielleicht eine zerbrochene Beziehung, vielleicht eine Enttäuschung oder vielleicht schlimmer. Und wenn Menschen immer wieder ein schreckliches Erlebnis gedanklich durchleben, dann ist das meist ein stark negatives Gefühl. Oftmals für eine andere Person, also ein negatives Gefühl für eine andere Person oder ein negatives Gefühl für eine Situation, für eine Lebenssituation. Und das alles sind immer wiederkehrende negative Gedanken, die immer wieder zu stark negativen Gefühlen führen. Immer. Und diese stark negativen Gefühle in dir sind negative Energien der Vergangenheit, die immer wieder in deiner Gegenwart zu Konflikten und Problemen führen können. Da du ja, das weißt du schon, wenn du hier oft zuschaust, da du ja mit deinen vorwiegenden Gedanken deine Lebensqualität erschaffst, erschaffst du dir immer, wenn du wieder die Gedanken an dieses schreckliche Erlebnis hast oder auf diese besondere Person, die du überhaupt nicht magst, du schaffst dir in dem Moment immer wieder aufs Neue ein Stück deiner Vergangenheit in deine Zukunft. Du lässt es so zu, dass deine Vergangenheit immer wieder deine Zukunft überschattet und immer wieder zu neuen Konflikten führt. Es ist unausweichlich. Und wenn du wirklich positive Veränderungen in deinen Lebensumständen anstrebst, dann musst du alte negative Gefühle ganz bewusst loslassen. Das ist so, so wichtig für Glück, für Erfülltheit im Leben. Du musst einfach deinen Frieden finden mit den Erinnerungen deiner Vergangenheit. Du musst Frieden schließen mit deiner Vergangenheit und ein für alle Mal loslassen. Und in der Praxis des täglichen Lebens könnte es vielleicht so aussehen. Du könntest gedanklich zurückgehen in dieses Ereignis, dieses schreckliche Ereignis, worüber du immer wieder nachdenkst, und könntest überlegen, welche positive Lernerfahrung hat dieses Erlebnis für mich gebracht? Welche positive Lernerfahrung hat dieses Erlebnis, dieses Problem, diese Herausforderung, dieses Erlebnis mit diesen Menschen für mich gebracht? Es ist nicht so, dass alles schlecht ist, was dir am Beginn schlecht erscheint. Es ist auch nicht so, dass die Menschen schlecht sind, die du für schlecht erachtest. Nein, es ist nur deine Ansicht, deine Sichtweise. Und außer deiner Sichtweise gibt es Millionen andere Sichtweisen. Und jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. So, das, was für dich die Wahrheit ist, muss nicht für mich die Wahrheit sein. Und deshalb solltest du zurückschauen in deine Vergangenheit auf dieses Erlebnis und dich wirklich ernsthaft fragen, was hat dieses Erlebnis Gutes in meinem Leben gebracht? Was habe ich dadurch Tolles in meinem Leben bekommen? Und es gibt immer etwas. Jedes Problem, jedes Erlebnis trägt immer etwas Gutes für dich in sich. Es ist nicht immer einfach, das zu finden, besonders in der Situation, wenn du das Erlebnis gerade hast, wenn du dich gerade mies fühlst, wenn du gerade vor einem großen Problem stehst, wenn du emotional in einer Beziehung gefangen bist, dann ist es nicht leicht, das Positive zu sehen. Aber ich sag dir, langfristig wirst du immer das Positive erkennen, weil Probleme schickt dir ja das Leben nicht umsonst. Probleme sind dazu da, dass du bestimmte Situationen in deinem Leben änderst, sei es mit einem Partner, sei es mit einem Job, sei es mit einer Lebenssituation. Deshalb schickt dir das Leben Probleme. Das Leben sagt so, schau mal, hier in diesem Lebensbereich, da ist etwas zu ändern, tue da was, damit ich mich wieder gut fühle. So einfach ist es. Wenn du dich auf die negativen Seiten einer Situation fokussierst oder auf die negativen Seiten in Menschen, dann siehst du auch immer nur diese negativen Aspekte. Aber wenn du deine Gedanken entgegen deiner Gewohnheit auf die positiven Aspekte richtest, dann wirst du auch die positiven Aspekte finden. Immer, immer, immer. Weil alles, was jemals passiert ist, alles, was jemals in deinem Leben passiert ist, war immer zum Nutzen für dich. Immer.
Vielleicht wurdest du einfach zur Veränderung gezwungen. Das Leben hat dir einen Trip gegeben und du musstest dich verändern. Vielleicht ist ein Mensch aus deinem Leben gegangen und dafür ist dann später ein neuer Mensch gekommen oder aufgetaucht. Oder vielleicht hast du einen scheinbaren Misserfolg gehabt und dieser Misserfolg, der hat dich erst bereit gemacht für die nächste Stufe in deinem Leben. Vielleicht kannst du aufgrund deines Erlebnisses heute auch anderen Menschen helfen, die etwas Ähnliches erlebt haben. Also schaue mal über den Tellerrand hinaus, schaue weiter. Immer findest du positive Aspekte in jedem Ereignis, das dir noch so schrecklich erscheint. Es gibt immer etwas Positives zu finden. Vielleicht bemerkst du erstmalig, dass eine Situation aus der Vergangenheit, die dir bis jetzt schrecklich erschien, wirklich das größte Geschenk für dich war. Und ich kann dir sagen, es ist immer ein Geschenk für dich. Jedes Problem, jede Herausforderung, jedes Erlebnis ist immer ein Geschenk für dich. Du kannst dieses Geschenk nur nicht erkennen, wenn du dich auf die negativen Aspekte fokussierst. Du hast ja selbst immer die Wahl, wie du auf deine Vergangenheit schaust. Du hast die Wahl, welche Schlüsse du aus deiner Vergangenheit ziehst. Und du kannst durch einen veränderten Blickwinkel die Qualität, also die Bedeutung deiner Vergangenheit ändern. Und das solltest du auch tun. Unfrieden in deiner Vergangenheit führt immer zu Unfrieden in deiner Zukunft. Das kannst du dir mal merken. Wenn du eine Situation aus deiner Vergangenheit offen hast, wenn du die mit dir rumträgst, wenn die eine Last auf deinen Schultern ist, dann führt diese Situation, diese negative Energie, die du auf deinen Schultern trägst oder in dir, die führt immer wieder zu Problemen in deiner Zukunft und zu Disharmonie, zu Unfrieden. Und das möchtest du nicht. Negative Gefühle der Vergangenheit führen immer zu negativen Gefühlen der Zukunft oder in deiner Zukunft. Lass niemals zu, dass deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmt. Nie wieder, weil deine Vergangenheit, die ist vergangen, die existiert nicht mehr. Sie ist nur noch ein Fragment in deiner Erinnerung. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit. Lass alle negativen Emotionen los. Ein für alle Mal und schau nach vorn. Da vorne liegt nämlich das, worauf du heute Einfluss hast. Da vorne liegt deine Zukunft, die du heute gestalten kannst. Lasse auch alle negativen Gedanken gegenüber anderen Menschen ganz bewusst los. Heute, jetzt, verzeihe jeden Menschen, den du zu verzeihen hast. Lass los und mach dich frei. Und das ist ein ganz einfacher, bewusster Prozess. Du sagst dir selber oder du stellst dir diesen Menschen in Gedanken vor und sagst, ich habe dir verziehen, ich habe dir vergeben. Ich bin jetzt frei, du bist frei, ich habe dir verziehen, ich habe dir vergeben. Und das heißt nicht, dass du dem Menschen dann Recht geben musst oder dass der Mensch mit dem, was er dir angetan hat oder getan hat, Recht hat. Nein, du sagst einfach, ich lasse diese Situation jetzt los, damit diese Situation oder dieser Mensch nicht weiter mein Leben belastet und meine Zukunft bestimmt. Darum ist es wirklich so wichtig, negative Situationen und andere Menschen, für die du negative Gefühle empfindest, vollständig loszulassen, vollständig zu verzeihen und dir auch selbst zu verzeihen. Ich sag's nochmal, verzeihen heißt nicht, dass du Verhalten gutheißen sollst, was nicht gut ist. Verzeihen heißt einfach, dich mit allen Menschen aussöhnen und jedes einzelne negative Gefühl ziehen lassen. Und das macht nur dich frei. Dich macht das frei. Das macht dich emotional frei. Du wirst im Moment des Verzeihens ein Stück neu gewonnene Freiheit spüren. Und das macht auch deine Zukunft frei, frei von Konflikten aus der Vergangenheit. Also lass den schweren Sack der Vergangenheit ein für alle Mal am Wegerand stehen und schau in deine Zukunft. Und das wird deine Art von Erfolg stark beschleunigen. Garantiert. Alles Gute, tschüss von der herrlichen Sonneninsel Zypern. Herzliche Grüße für dich und noch eine Sache zum Schluss. Gerade bin ich dabei, eine Testgruppe zusammenzustellen. Wir sind dabei, 30 Menschen auszuwählen und diese 30 Menschen führe ich persönlich in den nächsten 300 Tagen zu einem passiven Einkommen von 3.000 Euro. 3.000 Euro Einkommen. Warum tue ich das? Weil ich der Menschheit beweisen möchte, mit ganz normalen Personen wie dich und mich, dass es ohne weiteres möglich ist, sich ein perfektes Einkommen zu schaffen. Ein Einkommen, das
das dich Möglichkeiten ergreifen lässt, das dich glücklich leben lässt, das dich nicht im Strudel oder im Hamsterrad eines stressigen Lebens festhält. Also wenn du mit dabei sein willst bei diesen 30 Leuten, ich verrate dir doch nicht, worum es geht. Wenn du ein passives Einkommen innerhalb von weniger als 300 Tagen generieren willst, dann musst du bereit sein, alles zu tun. Und zwar alles zu tun, was ich dir empfehle und was dir mein Team empfiehlt, weil es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die dich zu Erfolg führen. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die musst du einfach anwenden. Und ich coache ein ganzes Jahr lang eine Gruppe von 30 Menschen. Ich treibe diese 30 Menschen zum Erfolg. Und ich kann dir sagen, wenn du ein einfaches Leben haben willst, wenn du denkst, das alles ist einfach, dann melde dich bitte nicht, weil es wird nicht immer einfach. Ich werde dich triezen, oftmals über deinen Schatten zu springen. Ich werde dich fast zwingen, Dinge zu tun, die du bis jetzt noch nicht getan hast. Ich werde dich zwingen, dich zu entwickeln. Ich werde dich zwingen, deine Komfortzone zu verlassen. Das wird das Jahr in deinem Leben der größten persönlichen Entwicklung, der größten Veränderung. Aber am Ende, wenn du all das durchgezogen hast, was ich dir rate, dann macht's einfach Spaß. Dann bist du finanziell unabhängig. Dann hast du es geschafft. Und von dem Punkt kannst du dann weitermachen und dein Gehalt im nächsten Jahr wieder verdoppeln und verdreifachen. Und das ist möglich. So viel sage ich dir schon. Also ich möchte mit meinem Team, mit meinem 30-köpfigen Team, so viele Menschen als möglich zu überzeugen, dass es ohne weiteres möglich ist, sich mit einfachen Produkten, mit allen einfachen Produkten, die anderen Menschen Nutzen geben, einen Verdienst zu schaffen, der 3.000 Euro übersteigt. Also wenn du mitmachen willst, freue ich mich, aber nur dann, wenn du ein positiver, optimistischer Mensch bist, wenn du bereit bist, deine Erfolge mit anderen Menschen zu teilen und wenn du bereit bist, anderen Menschen in unserer Gruppe zu helfen, weil unsere Gruppe, die beginnt mit 30 Menschen und dann wird die ganz schnell wachsen und in unserer Gruppe hilft sich jeder gegenseitig und wenn du nicht anderen Menschen gern hilfst, dann melde dich auch nicht, dann macht das keinen Sinn. Und für die erste Testphase möchte ich vorwiegend die Damen ansprechen, also alle Damen, die sich verändern wollen. Auch die Damen, die schon sehr erfolgreich sind, aber einem stressigen Job entkommen möchten. Dann melde dich bei uns, schick mir eine E-Mail, überwinde dich und schick mir eine E-Mail. Diese eine E-Mail, die könnte dein Leben verändern. Und zum Schluss losen wir aus unter den ganzen Bewerbern, wer im ersten Schritt teilnimmt. Und auch die anderen können in der nächsten Testgruppe teilnehmen. Also, schick mir eine E-Mail. Warum möchtest du an unserer Testgruppe teilnehmen? Warum möchtest du dir ein neues Leben erschaffen? Warum möchtest du dir ein passives Einkommen innerhalb von weniger als einem Jahr erschaffen und finanziell unabhängig werden? Schreib mir eine E-Mail und ich sag's dir nochmal. Ich hab's ja gesehen, ich habe eine E-Mail schon rausgeschickt und ich habe gesehen, wie viele Menschen sich meine Website angeschaut haben und nur 10% all dieser Menschen haben mir eine E-Mail geschickt. So wenig Menschen, die beginnen, die Menschen verschenken Chancen, weil sie einfach zu bequem sind. Das ist unglaublich. Wenn ich solch eine Chance gehabt hätte in meinem Leben, wenn jemand zu mir gesagt hat, Marcel, komm her, als ich noch nichts hatte, Marcel, komm her, ich zeige dir, wie du 3.000 Euro passives Einkommen machst. Nicht mit dem Internet, natürlich, wir nutzen auch das Internet dazu, aber du musst kein Internetmarketer sein. Alles, was zum Internet nötig ist, das regle ich und mein Team für dich. Das machen wir alles. Du musst nur ein Mensch sein, der offen auf andere Menschen zugehen kann und der einfach freundlich und hilfsbereit ist. Mehr nicht. Und du musst wohlwollend sein, wohlwollend und optimistisch. Also nutze die Chance, solch eine Chance. Die kommt wahrscheinlich nicht nochmal in dein Leben. Ich freue mich, wenn ich von dir eine E-Mail bekomme, wenn du vielleicht teilnimmst an unserer 30-köpfigen Testgruppe und für ein Jahr dich von mir zu Erfolg pushen lässt. Also alles Gute von der herrlichen Sonneninsel Zypern. Später mehr Informationen. Tschüss, Marcel Negari.